Was wussten wir Menschen nicht schon alles überstehen? Krieg, Entbehrung, Terror und den Naidu online rappen sehen. Aber jetzt stehen wir da und können die Welt nicht mehr verstehen. Weil niemand kann heute mehr unbeschwert nach draußen gehen. Die Welt steht still, damit sie sich einst weiter dreht. Und man spürt, wie der Stillstand uns an die Nerven geht. Die Leute werden verrückt, es herrscht Panik oder Wut. Und manche finden sogar Markus Söder plötzlich gut. Und darum hört man überall, wir sollen die Nerven nicht verlieren und stattdessen unsere Wohnung renovieren. Durchhalteparolen, Kopf hoch und nicht verzagen. Ist klar, aber eins muss man doch auch wirklich mal deutlich sagen. Fuck you Corona, eins weiß ich genau. Du gehst mir auf die Klötze, du dumme Virensau. Wegen dir bleiben wir zu Hause und hocken nur drin. Klar, machen wir's Beste draus, doch selbst das Beste ist schlimm. Dieses Lied macht keinen Mut und will auch keinen Applaus. Dies ist ein Song der schlechten Laune, denn auch die muss mal raus. Homeoffice klingt toll, doch mit Kindern im Raum fühlt sich's an wie bei Sturm, ein Zelt aufzubauen. Man hockt im Wohnzimmer, schaut fern, um nicht durchzudrehen, und muss dann Promis via Webcam in ihren Wohnzimmern sehen. Ich war noch niemals in New York und doch macht mich kein Fernweh krank, denn schließlich war ich auch noch nie mit dem Sauger und am Schrank. Doch mal ehrlich, ey, was bringt sie denn die ganze Freudelei? Stell dir vor, bei dir ist aufgeräumt, aber keiner kommt vorbei. Man hat nicht Zeit für die Familie, denn alle sind daheim. Doch merkt's ja schnell, verwandt will man mit denen gar nicht sein. Man trinkt jetzt schon zum Frühstück, man lebt halt unbeschwert und wundert sich, wie schnell das Weinregal sich leert. Fuck you Corona, eins weiß ich genau. Du gehst mir auf die Klötze, du dumme Virensau. Wir nehmen dich zwar ernst, aber bild dir nichts drauf ein. Wir haben den Wendler überlebt, dann kriegst auch du uns nicht klein. Hymnen voller Hoffnung sollen ja richtig was bringen. Doch dass man maximal genervt ist, muss man doch auch mal singen. Aber wenn das alles hier vorbei ist, ist die Welt sicher doppelt so schön. Denn die Menschheit ist geläutert und kann das Wesentliche sehen. Und man trifft sich wieder mit Freunden, sitzt zusammen auf den Plätzen. Denn all das, was davor mal normal war, weiß man jetzt wieder zu schätzen. Die Wirtschaft hilft den Menschen, nimmt Verluste in Kauf. Heidi Klum wird Feministin, die AfD löst sich auf. Und selbst die Politik hat's dann endlich erkannt. Nicht Banken, sondern Pfleger und Ärzte sind systemrelevant. Alte, kranke, schwache, keiner mehr, der draußen steht. Für alle ist Solidarität jetzt Normalität. Kommt das wirklich alles so? Hör ich euch schon fragen? Wahrscheinlich nicht, aber Mensch, man darf doch Träume haben, oder? Fuck you Corona, eins weiß ich genau, du bist ne echte Plage, du dumme Virensau. Wir sitzen alle im selben Boot, echt toller Satz, sagt sich leicht, mit nem Sonnendeckplatz. Vom Abgrund halten wir Abstand, stehen 2 Meter davor. Du nimmst uns zwar die Freiheit, aber nicht den Humor. Fuck you Corona. Hey, Corona.